Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit China und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 58 erreicht und wir haben diese Runde endlich gewonnen. Unsere Koalition hat diesen Krieg gewonnen mit Rang Nummer 1. Wir haben die benötigten Punkte erreicht. Und ja, oh, endlich ist die Runde fertig. War wirklich lange, viel länger, als sie hätte sein müssen. Wir haben insgesamt für unser Land selbst 119 Provinzen eingenommen. Gar nicht mal so viel. Wir waren nie wirklich absurd groß. Wir wurden gegen Ende noch ein bisschen größer. Haben aber noch eine Weile mit Game ja stagniert. Da gab es nicht viele Optionen. War ja auch wirklich wild. Wir haben 151 Einheiten zerstört, davon 51 Artis. Das ist mal was Neues. Wir hatten meistens immer nur Panzerwagen oder Kavallerie oder so gesehen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Arti zerstört. Wir haben 310 Gebäude gebaut. Mit diesen Gebäuden haben wir 170 Einheiten produziert und davon am meisten 46 Artis. Das heißt, wir haben ja genug Truppen zerstört mit einer deutlich größeren Armee. Das meiste unserer Armee haben wir auch nie eingesetzt. Wir hatten eine Menge Truppen am Ende produziert, die wir gar nicht gebraucht haben. Die meisten Kills hatten wir mit deutlich weniger Truppen insgesamt gemacht. Und ja, das hier ist die Karte am Ende. Wir haben das ja alles gestern noch gesehen. Die Angriffe haben jetzt endlich passiert, auch von Seiten der Philippinen. Wo sind die eigentlich hingegangen, die Philippinen? Die waren doch hier ein Land. Wo sind denn die Philippinen hin, bitteschön? Deren großes Heer? Wo waren das? Ich wollte es gerade toll zeigen, dass hier das große philippinische Heer irgendwo zugegen ist, aber ich muss gestehen, ich sehe es nicht mehr. Das hier ist es ja nicht. Das hier sind unsere Truppen. Das sind ein paar philippinische Truppen, aber nicht. Ach, hier sind die. Klar, hier. In Jackson. Die haben einfach nichts gemacht. Das ist das Schöne. Die waren ja lange hier vorne gewesen, dann hier gelandet, sind einfach hier unten vorbeigelaufen am Feind und haben sie einfach nach Jackson reingestellt, da wo schon wenig war. Also die haben nicht wirklich viel beigetragen. Aber die Einnahme der Provinzen im Norden hat dann gereicht. Detta ist fast gefallen. Grönland am Ende fast raus aus dem Krieg. Der Süden wurde gar nicht erst angefasst. Selbst die Falklandinseln sind immer noch in feindlicher Hand. Es gab einen Versuch von Hongshan hier zu landen. Der wurde zurückgeschlagen. Der Süden wurde nie angetastet, auch die Karibik immer noch in unserer Hand, in feindlicher Hand, da ist auch nichts passiert. Eine Flotte kam jetzt hier rein, hätte auch Erfolg gehabt, aber es war eben gar nicht nötig, der Norden war genug. Die Provinzen haben uns dann die 200, 300 Punkte gegeben, plus noch UK, plus Island. Das hat dann ausgereicht und ja, damit haben wir gewonnen. Jakutien geht als sehr, sehr große KI hier raus, die hier in der Runde noch das quasi gewonnen hat auf Platz 3. Das ist spannend, hat man auch nicht so oft, dass so ein großes Land hier noch überlebt, so nah an unserer Koalition vor allem. Dann haben wir einfach nie die Truppen gehabt, um da einzumarschieren, war einfach zu schwierig für die Mongolei. Das hätte kaum geklappt, auch die Philippinen haben es nicht versucht. Wir hätten es am Ende versuchen können, aber ja, ist nicht passiert. Und jetzt ist diese Karte endlich vorbei. Ja, viel länger, als hätte sein müssen. 58 Tage hätte auch bei Tag 38 vorbei sein können, sage ich immer wieder. Hätten das die Philippinen halbwegs normal gespielt, diese ganzen Intrigen hätten wir nicht gebraucht und dann wäre das ja auch vorbei gewesen. Wir hätten den Tschad dann einfach besetzt, wir hätten Jakutien besetzt, die Philippinen wären dabei geblieben und dann hätten wir da schon viel früher eine Landung versuchen können. Das wäre auf jeden Fall drin gewesen. Wir hätten sogar ohne Amerika eventuell gewinnen können mit genug Ausbau. Alles wäre möglich gewesen. Auf jeden Fall, es hätte schon viel früher fertig sein können, auch die philippinische Landung hätte früher kommen können. All das hätte viel aktiver sein können. Auch die Philippinen waren ja anfangs extrem aggressiv gewesen, nur um dann schon nach einer Woche ein bisschen passiver zu werden. Auch da hätten sie schon längst eben in Afrika landen können. Auch das war ja eine ultra verzögerte Situation. Da gab es ja auch endlose Friedensgespräche immer von ihrer Seite aus, die wir nicht gebraucht haben. Das heißt, das hat das schon ein bisschen in die Länge gezogen und den Krieg noch fast schon knapp gemacht. Wir hätten das sogar verlieren können am Ende, aber ich muss auch sagen, ich bin sehr stolz auf uns drei hier, aber auch auf Turkestan so ein Stück weit, vor allem aber auf uns drei hier, weil wir es ja geschafft haben, dann so ein Stück weit nach dem Ausscheiden der Philippinen, aber auch dann von Jakutien, diese Möglichkeiten, diese Militärfähigkeiten zurückzuholen. Wir haben Marinen aufgebaut, Luftwaffen aufgebaut, Eisenbahngeschütze konstruiert. Wir haben quasi mit allen Mitteln versucht, deren Verlust auszugleichen. Das gelang uns auch zum großen Teil. Wir hätten diese Runde auch zu dritt gewonnen. Da bin ich mir sehr sicher. Spätestens mit dem Tschad dann sowieso. Mit dem hätten wir auf jeden Fall gewonnen. Auch die Philippinen hätten nicht dabei sein müssen. Das hätten wir geschafft. Die Philippinen waren nur wichtig gewesen, als dann die feindlichen Landungen kamen. Die hätten das hier ein bisschen verzögert, unsere Operation. Wir waren da nicht imstande, die wirklich abzuwehren. Das heißt, da hätten wir ein bisschen Probleme gehabt. Aber am Ende war der philippinische Exitus dann nicht mehr so entscheidend oder dass sie zurückkamen, war nicht mehr so entscheidend. Wir hätten hier sowieso gewonnen. Der Feind hat einfach viel zu viel versucht. Und man muss auch sagen, die Runde hätte vom Feind auch gewonnen werden können.
bestes Ziel wäre es ja gewesen, die Runde noch ein bisschen zu stallen, bis irgendwann irgendwas passiert. Weil die Philippinen waren ja schon mal AFK, Yakutien war AFK und das ist ja dann auch durchaus erwartbar, dass vielleicht noch weitere von uns AFK gehen, gerade wenn die Runde auf einmal nicht mehr so gut läuft. Und somit wäre eine gute Defensive ihre beste Stärke gewesen. Sie hatten ja unfassbare Flotten und so. Und die haben sie ja größtenteils verloren gegen U-Boote, aber auch vor allem gegen Flugzeuge und Eisenbahngeschütze hier oben in Skandinavien. Dafür bekommen haben sie nichts. Dafür haben sie aber verloren fast alle ihre Armeen. Dann waren sie out of position, haben eine Menge Moral verloren, eine Menge Equipment hier oben hochgeschickt. Ihre Flotten waren nicht da und wir konnten den Pazifik aufräumen, obwohl wir das niemals hätten machen dürfen. Wir hatten ja zu einem gewissen Zeitpunkt, als die Philippinen nicht da waren, aber dann fast zurück waren, hatten wir nur 9 U-Boote. Das war unsere gesamte Flotte, plus irgendwie 2 Kreuzer, die wir gerade hatten. Die Mongolei hatte irgendwie 2-3 Kreuzer, keine Schlachtschiffe. Hongshen hat seine gesamte Flotte verloren gehabt und auch der Tschad hatte nur wie 2-3 Schlachtschiffe. Die Philippinen hatten eine Menge. Und auch viel Kapazität. Aber das war alles sehr überall verteilt und immer noch deutlich kleiner als das, was die Feinde hatten. Sie hätten also sehr, sehr leicht einfach versuchen können, hier überall zu landen, die sie halt erreichen können. Das hätten sie machen müssen. Es wäre zwangsläufig nötig gewesen, da sie diese Mittel ja hatten, aber dafür militärisch, also mit Landtruppen, nichts wirklich aufbieten konnten. Dass sie das nicht geschafft haben, diese Stärke zu nutzen, ist dann der Grund gewesen, warum sie verloren haben. Denn sie hätten auf jeden Fall zu vielen Zeitpunkten diese Runde tatsächlich noch drehen können. Es war schwierig für sie, ganz klar, weil sie eben niemals den Landkrieg gewinnen konnten. Aber sie hätten es schaffen können, vielleicht hier im Süden sich so weit festzusetzen. Ich sag's immer wieder, Australien, Papua-Neuguinea, Indonesien, die Philippinen, Neuseeland, all diese Gebiete hätten wir ja kaum schützen können. Da waren wir nicht imstande zu. Alliierte Hilfe wäre nicht gekommen, wir hätten nicht die Marine gehabt, um das aufzuhalten, sie hätten nur mit großen Armeen landen können, die hätten wir nicht abwehren können, hätten sie auf einmal hier sich wieder 50 Provinzen geschnappt, dann wäre das Stärkeverhältnis wieder deutlich gekippt, aber das haben sie nicht gemacht. Wir gucken mal, was sie gemacht haben und auch was wir gemacht haben in der Zeitung, wir gehen weit zurück, viele, viele Tage, das war ja eine wirklich lange Runde. Vielleicht ein Grund dafür, warum das immer hier oben Dezember und Januar sagt, die Karte hat ja angefangen. Das ist ja Sommer, also Dezember 16 ist da irgendwie ein Grund, warum das so anfängt. Ist das immer so? Ich hab noch nie drauf geachtet, muss ich sagen. Anyways, genau, Tag Nummer 1, es ging ja ganz normal los. Wir hatten hier unsere Allies schnell gefunden. Unsere Allianzen haben sich aufgebaut. Wir waren ja dann gar nicht mal so happy damit gewesen, dass wir dann direkt noch unsere Allianz so groß aufbauen. Aber es war ja okay gewesen. Ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer unsere Allies waren. War die Mandschurei nicht dabei? War da nicht irgendwie? Das war doch die Runde, ne, mit der Mandschurei, wo wir so Korea-Vibes hatten. Ihr kennt noch die andere Runde. Da hatten wir die Mandschurei, glaube ich, dabei gehabt. Die ist dann aber AFK gegangen. Irgendwie so war das gewesen. Mongolei war dabei. Da waren wir auch okay mit gewesen. Die Philippinen waren dabei. Hongshan war dabei. Dann kam noch Yakutien dazu. Meinte ich, okay, vielleicht kriegen wir es noch hin. Und dann lief sie ja ganz gut. Wir haben dann ja zügig uns hier ausgebreitet. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit Vietnam. Konnten aber dann auch da eventuell vorrücken. Waren dann sehr groß gewesen. Die Philippinen hatten dann so ein paar spannende Manöver gefahren. Ich weiß immer noch nicht, was sie mit den Südphilippinen gemacht haben. Die haben ihnen ja quasi alle Provinzen geschenkt. Plus ganz Indonesien. Das haben wir mal ignoriert, aber da war wohl alles okay. Dann sind die ja super schnell groß geworden, der Rundensieg war bereits greifbar. Der Sudan war so eine der großen Gefahren, die wir gleich ausgemacht haben. Da haben wir gewusst, okay, das könnte dann unser großer Feind werden und das wurde es dann ja auch. Wir sind dann schnell vorgerückt. Dann kam dieses große Zerwürfnis, denn Xinjiang war dann quasi das Ziel gewesen der Philippinen. Sie wollten mit Xinjiang kooperieren, weil sie sich gefürchtet haben vor der Afrika-Koalition, Tag 10, Tag 11. Und dann meinten sie, hey, wir könnten doch mit Xinjiang kooperieren. Und da meinten wir alle, eher nicht, das wäre ja doof, dann würden wir hier an der Grenze stehen, Hongshan und wir können uns gar nicht mehr ausbreiten, die Philippinen haben auch noch dann Indonesien, die Mongolei und Yakutien wären die einzigen, die wir noch sich ausbreiten könnten, da hätten wir quasi so einen riesigen sechsten Ally, der nicht beitreten kann, aus dem irgendwann noch was werden musste und dann müssten wir da durchlaufen, unsere Truppen würden Moral verlieren, das wäre nicht gut, wir würden quasi unsere gesamte Late-Game- und Mid-Game-Strategie opfern, unseren Ausbau opfern, nur um irgendwie jetzt nicht Furcht haben zu müssen vor der Afrika-Koalition. Wir waren uns alle sehr sicher, wir können nicht nur Xinjiang besiegen, sondern auch diese Kriege gewinnen. Das war unsere Position, die Philippinen haben sich dann dem gebeugt, aber die hatten dann ein sehr verletztes Ego und haben dann angefangen, Gespräche zu führen mit den feindlichen Nationen dort, um uns zu verraten. Das hat man uns dann ja sehr bald geflüstert. Dann kam unser Angriff auf Xinjiang, der war sehr brutal. Da haben wir das meiste getragen, hatten hohe Verluste gehabt, waren dann wirklich sehr schwach gewesen am Ende. Und dann ging es ja los mit dem großen Krieg gegen die feindliche Koalition. In dieser Zeit dann, gerade am Anfang des Krieges, kam dann die Nachricht vom Tschad, dass die Philippinen mit ihnen gesprochen haben über eine mögliche Koalitionswechselaktion von ihnen, dass sie eben dann uns verraten würden und in die feindliche Koalition übergehen. Das
ist dann aber nicht auf irgendwelche guten Level gestoßen. Dadurch wurde das abgelehnt und er hat uns das mitgeteilt. Wir haben aber zum Glück, und das, da muss ich sagen, das war unser größter Moment in dieser Runde, wir haben zum Glück das dann gut verarbeitet, nämlich wir haben unsere Verhaltensweisen nicht verändert. Wir haben die Philippinen nicht darauf angesprochen und haben unseren Allies mehr oder weniger nicht erzählt. Wir haben da kein großes Ding draus gemacht und wir haben auch dem Chat nichts weiter erzählt. Wir haben uns dafür bedankt und das war's. Denn wir müssen weiter bedenken, das ist immer wichtig. Leute sagen die Sachen ja nicht, weil sie nett sind. Also gerade der Chat, der war sicher kein böser Mensch, aber der sagt das ja nicht, weil er jetzt uns sehr sympathisch findet, weil er unser Feind im Spiel. Das heißt, der sagt das mit einer möglichen Hintergedankenaktion dabei. Der will halt irgendwas, dass daraus was passiert. Er hat ja keinen Grund, uns das mitzuteilen. Das wäre ja nur für uns gut, wenn er quasi dafür sorgen könnte, dass wir eben einen Verrat überleben. Wir wären ja weiter dann Feinde von ihm. Das wäre für uns nur gut, für ihn wäre das nicht so gut. Das heißt, er wollte, dass daraus dann eben was Größeres passiert. Er hat uns ja nur so ein paar Nachrichten weitergeleitet, aber was er sicher nicht weitergeleitet hat, war die Nachricht, die das abgelehnt hat von seiner Seite aus, wo sie meinten, das können sie nicht machen. Denn dann hätten wir ja gewusst, dass das Ganze nicht mehr irgendwie relevant ist und dass alles ja safe ist. Er wollte natürlich, dass wir dann eventuell die Philippinen rauskicken, zur Rede stellen, was auch immer, dass eben dann ein Krieg ausbricht, bestenfalls zwischen uns und den Philippinen, dass sie sich dann eingekesselt fühlen oder dass wir einfach ihnen zuvorkommen wollen, was auch immer. Oder dass zumindest so ein bisschen das Vertrauen, das eh schon nicht mehr da war, aber das wussten sie ja nicht, dass das Vertrauen oder einfach die Kooperation daran leidet. Es gab ja zu dem Zeitpunkt schon wenig Vertrauen. Wir hatten ja schon gefühlt, dass da irgendwas im Busch ist. Die Philippinen, dass die uns verraten würden, das hat man bereits schon vorher gemerkt. Das war schon irgendwie zu riechen. Und wir hatten ja auch schon Truppen an den Grenzen positioniert. Sie hatten ja auch bei uns Truppen an der Grenze positioniert. Also war schon bereits da länger klar, ja, das könnte zu einem Verrat werden. Also war das nicht überraschend, wir waren nicht schockiert. Und wir haben es nicht weiter angesprochen, weil es nicht wichtig war. Und das war, denke ich, sehr richtig. Denn hätten wir das angesprochen, das hätte sein können, dass die Philippinen dann turnen und sagen, ey, das ist mir zu blöd, wir gehen auf Solo-Sieg oder so. Weil die eben dann gar kein Vertrauen haben und dann das Gefühl haben, dass das nicht mehr funktioniert hier und sie uns dann angreifen vielleicht. Dann hätte der Chat daraus gewonnen. Das haben wir ihm nicht gegeben. Wir haben trotzdem weiter kooperiert, die Nachricht einfach zur Seite gelegt. Mit dem Wissen, dass es eben passiert ist. Das war keine Überraschung, eher eine Bestätigung. Und haben dann dafür gesorgt, dass wir immer ein paar Truppen in der Hauptstadt hatten bei uns. Aber wir wussten, sollten die Filipinos wirklich angreifen, dann wäre die Runde vorbei. Wir würden wahrscheinlich von ihnen besetzt werden. Die Mongolei und Hongshan würden sich wehren können, aber wir wären zu Ende. Yakuzin war ja sogar noch angedacht als möglicher Ally der Philippinen. Deshalb haben wir auch dann eine Sorge vorgehabt. Wir wussten nicht, wie die dann dazu stehen. Und somit war klar, wir müssen einfach nur vermeiden, dass irgendwas passiert. Das ist die beste Möglichkeit. Das heißt, wir stehen so ein bisschen einfach passiv rum, dass die Philippinen nicht eine Chance sehen, uns schnell zu besetzen, dass sie denken, ach Mist, da sind Truppen, da kann ich nicht rein. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und dann haben wir einfach versucht, sehr nett zu ihnen zu sein, ein bisschen sympathischer zu wirken, den Krieg gut zu führen. Und zack, waren sie wieder auf unserer Seite und die Gespräche waren dann kollabiert. Und dann kam unser großer Sieg. Die Philippinen wurden langsam immer passiver, haben dann schon angefangen, weniger zu spielen, dass wir gerade durchgebrochen waren. Also es ist gerade so aus, als könnten wir Afrika in 3-4 Tagen besetzen, haben sie aufgehört, aktiv zu spielen. Wir haben dann fast eine Woche hier vor dem Sudan gestanden, haben nicht eine Landung durchgeführt, nichts gemacht. Erst als dann Hongshan eine Woche später ankam, dann ist der Durchbruch passiert. Und dann die Philippinen, die schon fast nicht mehr da waren, haben dann auf einmal Gespräche geführt mit dem Chat. Und dann sind wir völlig vom Glauben abgefallen, weil wir gerade ewig Krieg geführt haben. Wir waren froh, dass es keine Gespräche mehr gab. Die Feinde aus Amerika waren an diesem Zeitpunkt schon vereinigt und waren dann bereits in Europa gelandet. Katastrophe oder auch schon hier in Afrika. Die haben sich immer richtig groß ausgebreitet. Das ging ja richtig schnell. Und wir müssen da schnell vorrücken, Gebiete sichern. Wir müssen die rauswerfen sofort. Und dann schließen die da einfach Frieden mit dem Chat, unserem großen Feind. Und da war dann natürlich die Furcht wieder da, was wenn die sich dann mit denen alliieren, wenn wir das ablehnen, was wenn dann da irgendwas passiert, was wenn die dann irgendwie gegen alle kämpfen, alles möglich gewesen, das war ultra schwierig. Und dann kam dem Ganzen zum Glück ein Glück zur Hilfe, nämlich die Inaktivität von Jakutien. Denn die waren ja im Krieg gewesen mit Grönland zu dem Zeitpunkt, Tag 20 ungefähr, Tag 25, haben fast alles verloren, haben noch ein bisschen gekämpft und gingen dann für den Rest der Runde AFK. Fast die Hälfte der Runde war ja, oder sogar mehr als die Hälfte der Runde war Jakutien tatsächlich AFK. Wow, wie lange das gedauert hat. Das ist ja wirklich die Hälfte schon her. Wir haben die ganzen andere Hälfte nur noch Krieg gegen die geführt. Das ist ja wirklich krass, wie lange das gedauert hat eigentlich. Und weil die Runde hätte hier schon vorbei sein können fast. Dann ging Jakutien AFK und wir meinten, okay, dann können wir wohl den Chat mit reinnehmen. Dann haben wir ja Platz, weil er hat ja vorher schon gefordert, ey, dann müsst ihr vielleicht irgendwie Hongshan rauskicken oder irgendwie sowas. Das war ja alles nicht genehm. Also war Jakutien dann die Wahl, sie waren AFK,
also konnten wir ihnen einen Platz anbieten. Somit konnten wir gerade so dem Desaster entkommen, weil dann der Tschad wieder richtig stark wurde in der Zeit und wir ihn nicht besetzen konnten. Südafrika war immer noch da und die Feinde aus Amerika auf einmal hier mit festem Fuß in Europa. Und ich sah schon, wie sie dann da große Festungen aufbauen würden, sich da rein produzieren würden, dass das alles richtig schlecht für uns laufen wird, weil wir so viel Zeit verloren haben. Und da war die Frustration, muss ich auch sagen, wirklich groß, weil der Weg, den Rundensieg zu erreichen, war klar, wir müssen einfach weiter Richtung Westen vorrücken. Aber diese konstanten Friedensverhandlungen, diese konstanten Waffenstillstände mit Leuten, die da im Westen stehen, haben es halt torpediert. Wir hätten ja easy durchrücken können. Der Tschad war komplett besiegt, es war alles frei und auf einmal herrscht da Frieden und alle machen Frieden mit ihm. Und die Philippinen sind natürlich der größte Ally. Wenn die dann nicht bekommen, was sie wollen, dann verraten sie uns vielleicht, wie vorher auch schon. Also mussten wir dann ja sagen. Und das war halt jetzt irgendwie schon 3-4 Mal passiert in der ganzen Runde. Es war wirklich schwierig, weil wir immer wieder aufgehalten wurden, gerade als wir dann richtig gut vorgerückt sind. Als es richtig lief, dann auf einmal kamen sie rein mit einem neuen Proposal für eine Allianz. Da bin ich ja echt vom Glauben abgefallen. Und ja, dann zum Glück haben wir die dann dabei gehabt, dann gingen die großen Kriege auch los. Sie haben dann sehr, sehr schnell hier Afrika gesichert. Der Tschad war eine gute Addition, muss ich aber auch sagen. Die haben das ja echt gut gespielt. Das heißt, da waren wir dann wirklich sehr zufrieden mit. Und wir haben dann großen Krieg geführt, auch gegen die Feinde in Europa. Da wurden dann wir auch langsam immer wichtiger, haben richtig große Armeen gebaut. Das hat er für uns echt eine Weile gebraucht, da wir auch viel verloren hatten. Aber wir kamen dann mit großen eigenen Armeen zugegen, haben dann die kolumbische Armee besiegt in Frankreich und hatten dann hier tatsächlich alles erobert. Nur Grönland verblieb. Der Rest der feindlichen Besitzung hier war gefallen. Und dann gingen die Philippinen AFK. Die waren dann jetzt ja schon weg. Schon vor ein paar Tagen, glaube ich, waren die weg. Und auf einmal sah alles ganz komisch aus. Ja, gut, sind wir weg, die Philippinen waren weg, unsere zwei größten Allies. Hongshan wurde dann riesig groß, weil sie viel eingenommen haben. Der Tschad wurde groß, die Mongolei wurde groß. Wir hatten wenig bekommen leider hier insgesamt für unsere Arbeit. Aber sei es drum, leider war jetzt natürlich dann unsere Koalition ziemlich zerfleddert. Und unsere beiden stärksten Nationen mit den stärksten Marinen und den EBGs und Flotten und von Lufteinheiten auch, die waren auf einmal weg. Und wir hatten zwar eine sichere Position, der Feind hätte nicht angreifen können, hat zwar versucht, aber konnte es nicht. Aber wir hatten auch keinerlei Mittel jetzt auf einmal, um den Feind anzugreifen, da die ganzen Marinekräfte nicht da waren. Wir hatten zum Glück in weiser Voraussicht bereits damit begonnen, eine eigene Marine aufzubauen. Das ist ja ein langes Projekt, bis dann die ganzen Werften fertig sind. Wir hatten schon angefangen zu dem Zeitpunkt. Aber es braucht eben ein bisschen und somit war nicht viel möglich. Wir mussten dann auf Flugzeuge umsteigen, auf EBGs. Wir hatten keine gute Direction, was wir machen sollen, weil wir ja keine direkte Front hatten. Es blieb nicht viel übrig. Also ja, hieß es erstmal warten und hoffen, dass sie zurückkommen, einer von beiden. Und ansonsten weiter aufbauen. Und das ging dann eben so seinen Weg. Und der Feind wurde immer stärker, hatte massive Flotten gehabt, wir konnten gar nichts machen. Und ist dann sogar hier oben in Kamtschatka gelandet, hat die Inaktivität ausgenutzt von Jakutien. Und landete dann sogar später noch hier in Papua. Und dann war natürlich der Horror perfekt. Da dachten wir, um Gottes Willen. Wir konnten dann aber noch ziemlich gut dann bis dahin UK zerschießen mit unseren EBGs, unseren Flugzeugen. Also haben wir da ziemlich viel Terror gemacht. Sie konnten das nie wirklich ausbauen. Aber sie haben sich auch angefangen zu sammeln nördlich von Norwegen. Massive Flotten, gerade Piratini war da in großer Zahl vorhanden, massive Luftflotten auch, mit denen sie alles beschossen haben. Aber in dieser Zeit, da wir ja alle größer waren als sie, wurden gerade auch die Mongolei und wir und Hongshan immer stärker. Wir haben dann immer mehr Flugzeuge gebaut, immer mehr Schiffe gebaut. Langsam schien sich das Stärkeverhältnis zu wandeln und unsere Landarmeen waren immer stärker. Und dann kam diese große Invasion hier. Wir hatten dann bereits mehrere U-Boote, hatten schon viel Schaden angerichtet, konnten dann wirklich gut mit den U-Booten hier umgehen. Und dann kamen tatsächlich die Philippinen zurück. Das war unglaublich. Gerade dann kamen die Philippinen zurück, Tag 44, Tag 43. Und dann haben sie mit unserer Hilfe einfach hier ganz Papua wieder völlig eingenommen. Der Feind hat alles verloren. Eine massive Armee von Kolumbien einfach weg. Ihre Flotte auch einfach weg. Die gesamte kolumbische Flotte wurde versenkt. Das waren große Verluste und wir konnten dort wieder alles klären. Und dann kamen die großen feindlichen Landungen in Skandinavien auch zu dem Zeitpunkt. Die konnten wir ebenfalls abwehren, da wir ja da in Position waren. Unsere Truppen waren dort. Und alles wurde zerstört, hat irgendwie eine Woche knapp gedauert, dann war der Feind gänzlich rausgeschmissen. Und dann sind wir endlich hier drüben gelandet, haben noch dann Hawaii eingenommen, das ging ja auch dann sehr schnell, die ganze Südsee-Aktion. Und dann an Tag Nummer 53 sind wir dann gelandet in Kalifornien, schon davor. Die erste Landung war ja gewesen hier an Tag Nummer 52 durch die Mongolei und Hongshan in Neufundland. Da ist dann gerade Hongshan sehr schnell durchgebrochen in die USA hinein. Und dann ist das hier alles so schnell kollabiert und der Feind konnte nicht mehr überleben. War eine lange Runde, waren natürlich dann den ganzen verschiedenen Änderungen geschuldet. Wir mussten eben eine Marine aufbauen, das dauert seine Zeit. Darauf waren wir nicht vorbereitet, aber zum Glück am Ende konnten wir hier alle gewinnen gemeinsam. Und ich muss sagen, auch trotz der ganzen diplomatischen Intrigen, die ja dazugehören am Ende, das ist klar, aber trotz auch der ganzen komischen Entscheidungen, war das eine richtig geile Runde. Gerade von der Game-Qualität her, es waren hier alles
wirklich viele Hochkaräter dabei, also vom Personal her. Und viele waren wirklich sehr aktiv, generell eine sehr aktive Runde, so oder so. Und es gab richtig coole Schlachten, es gab alles, ein bisschen von allem. Es gab große Luftschlachten, es gab große IBG-Schlachten, es gab massive Seeschlachten. Wir hatten U-Boot-Flottillen gehabt, Landgefechte, alles mögliche, Nahkampf, Fernkampf, Landung, Invasion von beiden Seiten. Das war eine Runde, die so ziemlich alles hatte. Und dazu noch eben eine sehr große diplomatische Komponente. Und wir sehen eben auch, in Supremacy muss man teilweise auch so ein bisschen so ein Psychiater sein. Für seine Teammates, man muss die verstehen, man muss mit ihnen umgehen können, weil man muss mit ihnen ja gewinnen. Das ist ein bisschen wie League of Legends. Man muss so ein bisschen auch in der Lage sein, die Teamstimmung aufrechtzuerhalten. Und wenn man das kann, dann hat man da durchaus einen Vorteil. Weil ansonsten wird man mal eine Runde oder zwei auch verlieren, einfach weil alle dann nicht mehr spielen wollen oder einen verraten, was auch immer. Und wir hatten hier auf jeden Fall eine sehr große psychologische Komponente. Wir haben nämlich die Philippinen einfach bei Laune gehalten irgendwann. Das hat auch echt gut funktioniert, muss ich sagen. Das war sehr fun gewesen und ja, ich bin froh, dass es geklappt hat. Also auch nochmal ein riesiges GG an unsere Feindkoalition. Die haben das richtig gut gespielt größtenteils. Die haben große Flotten gebaut. Wir waren überrascht gewesen. Schon vor ja, 20, 30 Tagen hatten die gewaltige Marine, die wir erst jetzt erreicht haben, in ähnlicher Größe. Sie haben sie dann viel verschwendet, aber das war wirklich sehr, sehr hart da durchzukommen. Gerade die ersten 10 Kriegstage, 15 Kriegstage, war ja absurd, da konnten wir gar nichts machen. Aber es war halt eben das Problem für sie, dass Flotten nicht so viel wert sind. Du kannst halt nicht alles damit machen. Und ohne Landarmeen hatten sie keine Chance gegen uns. Aber alle haben hier richtig gut gespielt, auch unsere vorherigen Feinde. Die Afrika-Koalition war ja auch wirklich stark, auch wenn sie dann ziemlich überrannt wurde von uns. Da haben wir einfach richtig gut kooperiert zwischen Yakuza, Mongolei, Hongshan und uns vor allem. Das lief richtig geil. Auch die Philippinen waren dann noch sehr aktiv gewesen. Die Kämpfe hier in Kasachstan und in der Ukraine, in Russland, das war legendär, was da alles passiert, weil viel da gefallen war. Das waren unfassbar große Schlachten, die wir jetzt kaum noch sehen. Auch Turkestan hat eine zentrale Rolle dabei gehabt, die Mongolei zu retten. Das war wirklich knapp zu gewissen Zeitpunkten, als dann Schweden und Co. hier vorrückten. Das war sehr knapp davor, dass einfach hier alles zerbricht. Nur durch unsere Notfallverschiebung von Hongshan und den Philippinen konnte das aufgehalten werden. Dann hat Yakuza das richtig gut gemacht. Den hätte ich wirklich den Rundensieg auch gegönnt. Schade, dass sie AFK sind. Die hätten das echt verdient gehabt, da mitzumachen noch, weil die hatten ja wirklich legendär gespielt gegen Schweden, haben die ganz alleine ausgetrippelt, auch noch dann den Chat. Also ja, wirklich coole Performance von allen hier. Hongshan hat eine Menge eingenommen. Die Philippinen haben trotzdem viel geleistet. Also wirklich viel, das war ja krass, der Chat hat viel geleistet. Am Ende die Provinzen sprechen auch für unsere Allies hier, 210 bei den Philippinen, die waren immer ungeschlagen. Erster die Mongolei 169, Hongshan 143, der Chat 124, wir 119, Jakutien immer noch bei 86 und dann unsere anderen Feinde halt wirklich deutlich kleiner. Die waren am Ende halt wirklich klein. Und das ist auch das Problem, der Fluch an Amerika. Klar hast du an sich viel, du bist riesig, aber Eurasien, Afrika ist einfach viel mehr. Da sind einfach dreimal so viele Provinzen, sogar mehr. Du hast keine Chance, da hinzukommen. Die wirken so groß, aber sie sind halb so groß wie wir, wenn überhaupt. Das ist halt nix und das reicht auf Dauer nicht im Late Game. Irgendwann hat der Feind einfach viel zu viel, da hast du keine Chance gegen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.